Jo, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid, und herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder von mir, Freunde. Ja, Freunde, ich bin wieder am Start. Es hat mir gefehlt, mal wieder über den FC zu reden, über andere Themen zu reden. Leider kam jetzt diese Woche kein Video, was ich richtig ärgerlich fand, denn ihr seht's da unten rechts. Das hat mich mental ein bisschen hops genommen und leider schon auch etwas länger. Und ja, Freunde, dennoch möchte ich heute über den FC wieder reden, denn ich habe es wieder vermisst, mit euch darüber zu reden. Und ja, das Team, was ihr hinter mir sieht, werdet ihr auf jeden Fall noch ausführlicher ein Video bekommen, also ein anderes Video. Und ja, Freunde, heute geht es darum, wir haben ja ein bisschen was verpasst, besser gesagt. Ja, und zwar das HSV DFB-Pokal aus. Leider möchte ich darüber nicht mit euch sprechen. Dann das Auswärtsspiel in Bochum. Und ja, dann so kleinere Punkte wie Afrika Cup und Transfers, ne? Ja, auf jeden Fall. Fangen wir mit dem HSV-Spiel an. Ja, Freunde. Auf jeden Fall. Ist halt bitter. Ist halt passiert, ne? Und ja. Leider sind wir ausgeschieden. Und zu Hause gegen den HSV. Obwohl wir nach langer Zeit endlich wieder ein Heimspiel hatten. Wisst ihr, was ich meine? Hatten wir ja ein komplett anderes Spiel gesehen. Haben dann einfach rotiert, was nicht hätte sein müssen. Was überhaupt wirklich nicht nötig war, so wisst ihr, was ich meine? Viele haben es da auch angesprochen und ja, ich finde, beide Mannschaften haben das Niveau top gehalten und dann bei einer guten Situation war Glatzel halt an der richtigen Stelle da und hat das Ding halt reingeköpft, ne? Der war halt sehr auffallend gewesen und ja, es hat mich ein bisschen geärgert, dass da nicht so richtig aufgepasst worden ist. Klar, der stand halt zwischen Kilian und Hübers. Und ja, kurz vor Schluss hat dann Modest uns noch einen Elfmeter rausgeholt. Klar, kann man darüber streiten, ob das ein Elfmeter war. Und ja, dann haben wir gemerkt, in der Verlängerung war nichts mehr halt drin bei beiden Seiten, obwohl schon wieder das Tempo noch gut gehalten wurde. Aber dann zur zweiten Halbzeit der Verlängerung. Man sehen konnte, dass halt viele müde waren. Und ja, auf jeden Fall gab es dann halt zum Elfmeterschießen, ne? Und das, was bei Kainz halt passiert ist, habe ich wirklich noch nie gesehen. Also wirklich, das bis jetzt wirklich noch gar nicht. Und ich glaube auch viele andere auch nicht, was der Baumgart ja auch gesagt hat. Und ich weiß auch gar nicht, wer in Führung war oder so. Also beim Elfmeterschießen. Dann kam ja halt der Elver dran und der Kainz kam ja dann dran. Und dann, als er dann geschossen hat, hat das dann irgendwie nicht gezählt, ne? Und dadurch ist dann halt HSV weitergekommen. Und was ich leider bis heute nicht verstehe, aber ja, der FB-Pokal ist ja jetzt. Durch. Übrigens, bis auf Freiburg sind ja alle Bundesligisten weg. Der Rest ist Zweitliga und ein Drittligist, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Kainz hat ja selber auch gesagt, dass der Schiri komplett richtig gehandelt hat. Viele wären halt eine andere Meinung gewesen. Was man ja auch verstehen kann. Und ich weiß jetzt nicht, in welchen Spielen das ja habe. Es stimmt öfters auch schon. In manchen Spielen passiert. Also in dieser Situation wurden solche Elfmeter meistens halt immer wiederholt, aber weiß nicht, warum der dann in dieser Situation nicht wiederholt wurde. Deshalb ist halt passiert. Leider sind wir draußen. Ich hatte mir sehr gut erhofft, dass wir vielleicht weit kommen können, vielleicht gegen Gladbach im Finale treffen oder so, aber selbst Gladbach hat es ist ausgeschieden und ja, damit ist dann das Kapitel DFB-Pokal vorbei und ja, dann kam ja als nächstes das Spiel auswärts in Bochum
was auch gut war, auch okay war. Mit den Toren von Hübers und Modest, ne, haben wir dann noch den späten Treffer von Asano gesehen. War auch sehr auffallend und sehr gut gespielt von ihm. Wobei das ja eigentlich, glaube ich, ein Konter war oder so. Und auch verdient war natürlich, weil Bochum echt viele Chancen hatte. Und dennoch kann man ja mit dem Punkt leben. Und ja, auf jeden Fall ist halt nicht viel drüber zu reden, über das Bochum-Spiel. Da halt, das halt jetzt passiert ist und den Punkt nimmt man mit, ne? Ja, dann kam diese einwöchige oder zweiwöchige Pause. Skiri wurde ja nominiert zur tunesischen Nationalmannschaft für das Afrika Cup. Ja, bis jetzt ist Senegal, Ägypten. Ich weiß jetzt nicht, ob Burkina Faso noch dabei ist. Ich glaube, die sind draußen. Ja, ich denke, es wird ein Finale zwischen. Oder ist das Finale? Ich finde ja schon statt. Ich habe es leider seit Tunesien und Marokko draußen ist, leider nicht mehr verfolgt. Und ich glaube aber, Ägypten wird das halt wieder machen, da Ägypten auch gute Spieler hat wie Salah und der Mittelfeldspieler von Arsenal und Trezeguet und so weiter. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt Skiri wieder da. Hat jetzt, denke ich mal, sich ein paar Pausen verdient. Also trainiert hat er zwar ja auch mit, aber ich denke, der wird halt nicht von Anfang an spielen werden. Und ja, auf jeden Fall kommen wir. Ja, genau. Tunesien ist ja jetzt draußen. Giri wieder zurück. Und ja, kommen wir zu den Transfers, Freunde, die ja bekannt sind. Und zwar ist ja Zichos der erste Jahr gewesen, der erste Wintertransfer gewesen, der nach Chicago Fire gewechselt ist. Für knapp 500.000 oder 600.000. Jetzt will ich die Summe vergessen. Ihr könnt ja gerne die vorherigen Videos euch angucken. Da habe ich das nochmal thematisiert, das Thema Zichos. Und ja, auf jeden Fall. Dann kam ja als nächstes Roch Emery, der den Verein in Richtung Club Amerika, hier seht ihr das Bild nochmal, gewechselt ist für 900.000 Euro. Und Noah Katterbach wurde ja zum FC Basel verliehen, um da auch Spielpraxis zu sammeln. Und ja, ich hoffe, dass er gut und besser zurückkommt. Denn leider hat er wirklich oft Verletzungen gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber für mich hat er jetzt bis jetzt nicht so eine gute Chance, richtige Chance bekommen, unter Baumgart sich zu beweisen. Und ja, kommen wir zu den Nachfolgern. Und auf jeden Fall wünschen wir Katterbach alles Gute und hoffen wir, dass er besser zurückkommt. Und ja, kommen wir dann zu den Nachfolgern, die ja auch bekannt sind. Ja, Jeff Chabot oder Jeffrey Chabot, ich habe jetzt den Vornamen nicht gekommen, ich habe jetzt nur Chabot immer gelesen. Ist jetzt aus Sampdoria Genua ausgeliehen worden und dazu noch ein Ergänzungsspieler aus Bayern oder vom Bayern Campus, denke ich mal, ist er gekommen. Der durfte ja auch in der Champions League, glaube ich, spielen. Gegen Atletico war das oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich denke nicht, ich hoffe nicht, dass es Ergänzungsspieler wird, dass er aber auch die Chance bekommt und somit auch so ein bisschen dieses Konkurrenzkampf zwischen den Innenverteidigern so mitgestalten kann. Und wobei ich eigentlich auch die Kombination aus Hübers und Kilian wirklich sehr gut finde und mal schauen, was die Zukunft mit denen so bringt, so, ne? Ja, dann habe ich so ein paar kleine Artikel mitbekommen, wo es um das Thema Geisbockheim-Ausbau kam. Ja, klar, das ist halt ein sehr, sehr kompliziertes Thema und es ist halt schon blöd, dass man immer noch auf dem Schlauch steht bei diesem Thema, wo viele halt auch enttäuscht sind vom FC und ja. Man kann halt viel darüber diskutieren und zum Ausbau muss ich sagen,
Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, da Bürokratie mittlerweile auch ein Fremdwort geworden ist. Das Thema zu Geisbock-Heimausbau ist ja schon lange Thema gewesen und kann einen sehr wichtigen, also ich kann einen sehr wichtigen Punkt erzählen. Keine Ahnung, ob es Petitionen stattfanden oder so, ich weiß es nicht. Ich sehr selten Express FC lese oder sonst irgendwas, also schon lange nicht mehr. Ich habe es so, glaube ich, gefühlt zur Schulzeit noch gemacht. Und ja, auf jeden Fall, meine Quellen sind mittlerweile andere, die mir viel mehr gefallen. Und ja, ich meine, dass ich meine Zeit, ich war selber mal eine Zeit lang Schiri gewesen und ich kann euch mal dieses Thema auch so eine Story mal separat auch mal erzählen. Nur jetzt würde das eigentlich nicht passen, finde ich. Und ja. Ich habe auch Spiele für die FC-Jugend gepfiffen. Und ich habe halt nur so viel, also ich kann halt nur so viel sagen, wenn man halt reingefahren ist in zu diesem Gelände, weil das ist. Ihr trefft halt, sobald ihr in diese Einfahrt reinkommt, trefft ihr halt auch viel Wald so. Also das ist so mitten in so einem Waldgebiet. Und also, was heißt direkt Waldgebiet? Man fährt halt durch so einen kleinen Waldweg durch, aber dann kommt man halt zu mehreren Paar, also so mehrere zum Gelände halt, ne? Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Auf jeden Fall, man ist halt reingefahren und man sah schon die Autos am Waldrand stehen. Also sobald man halt reingefahren ist, also direkt reingebogen ist, konnte man die Autos schon sehr am Anfang sehen, obwohl das schon ein gutes Stück bis zum Geisbockheim ist. Und ja, auf jeden Fall, es war halt schon immer kompliziert gewesen, da zu parken. Also ich habe jetzt nicht sehr viele Spiele gepfiffen, aber man konnte schon sagen, dass man schon eine Handvoll Spiele hatte. Ob es jetzt bei den Kleinen waren oder auch bei den etwas Älteren, war es halt immer dasselbe. Der Punkt ist der, immer wieder, wenn ich halt zum FC eingeteilt wurde, musste man halt immer wieder die Parkplätze halt auch teilen mit den Profis und den Reserven und so weiter, also mit den anderen Spielern von FC. Und ja, das war halt immer so stressig, immer so kompliziert, wo dann auch viele Securities immer eingestellt wurden. Und heute wurden die Parkplätze teilweise ja auch umgebaut und aber wenn man sich um das Gelände so umschaut, sieht man halt einen riesen Wald. Und ich kann es nicht verstehen, wieso man keinen extra Parkplatz nur für Besucher umbaut, damit die Profis ihren eigenen Parkplatz, sage ich jetzt mal, haben. Der FC hat ja selber noch irgendwo gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo genau, aber jeden Baum, den sie ja absägen wollten, wollten die ja zwei oder drei wieder bepflanzen. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich weiß es leider selber nicht, wo das war. Aber man kennt ja die Politik oder Behörden. Stehen halt schon lange im Weg. Bürokratie ist halt, wie gesagt, ein Fremdwort gewesen und geworden. Und egal. Also man kann sich halt darüber aufregen, wie man will. Mehr als eine Kritik kann man halt nicht geben. Ja. Kann man ja nicht. Ja, Freunde, das war's mal wieder vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne, wie ihr die Hinrunde bis jetzt fandet. Und ja, hat euer Club jetzt abgeliefert oder nicht? Wer hätte das jetzt gedacht, dass wir im oberen Mittelfeld mitspielen? Ich hätte es auf jeden Fall im Leben nicht gedacht. Ich glaube nicht, irgendeiner auch da draußen hätte es gedacht. Auf jeden Fall freue ich mich extrem über die Entwicklung bis jetzt. Und es ist ja noch ein weiter Weg. Mal schauen, wo wir am Saisonende halt, wie immer auch gesagt, halt landen.
Ihr könnt es mir gerne schreiben, wenn ihr Bock habt. Und ich bin halt gespannt, wie die Rückrunde jetzt weitergeht. Ja, immer wieder aufs Neue gespannt. Jetzt steht Freiburg an und ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Ich würde sagen, macht's gut, euer Khalid ist draußen und ciao.